Ja, liebe Genossinnen und Genossen, viele hätten sich offensichtlich gewünscht, dass wir in Bremen rausgeflogen wären, insbesondere die, die in Bremen auch für eine Politik verantwortlich sind, die nicht gerade optimal war, insbesondere im sozialen Bereich. Wir sind wieder drin und zwar nicht knapp, sondern eindeutig. Das zeigt zurzeit die Prognose. Sie wird sich aus meiner Sicht, weil sie doch sehr eindeutig ist, bewahrheiten und damit ist klar. Die Linke hat im dritten Landesparlament in der Bundesrepublik Deutschland den Wiedereinzug geschafft und das ist ein hervorragendes Ergebnis, das zum ersten Mal. Das Zweite, es ist klar, dass wir in diesem Bundesland Bremen, in der es eine große Mehrheit für Rot-Grün gegeben hat, eine linke Opposition braucht und was besonders erfreulich ist für uns, es ist deutlich geworden, dass die Wählerinnen und Wähler das auch so sehen, auch wenn wir natürlich uns mehr Stimmen erwartet hätten. Wir sind in ausreichender Zahl in dieses Parlament gewählt worden und das heißt, Rot-Grün haben eine linke Position und damit haben die Menschen, die sich von Rot-Grün nicht mehr vertreten sehen, eine Stimme in diesem Parlament. Und das ist ein Wert an sich, denn sonst hätten sie keine mehr. Deshalb ist es besonders wichtig. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir den Wiedereinzug auch in dieser Klarheit hingekriegt haben. Natürlich war es klar, es gab auch das ein oder andere, was gegen uns gesprochen hat. Es gab nicht immer ein einmütiges Auftreten im Landesverband. Es gab auch nicht immer, sagen wir, die Stimmung, die man sich insgesamt erwartet hätte, dass es noch besser wird. Aber daran arbeiten wir und es wird in Bremen natürlich jetzt auch der Schwerpunkt sein. Wir müssen noch näher an die Bürgerinnen und Bürger ran. Wir müssen vor allen Dingen die Partei stabilisieren. Das gilt für Bremen, aber auch anderswo. Und wenn uns das gelingt, werden wir dort auch wieder, sagen wir, zulegen können, was uns bei dieser Wahl ja, wie man sieht, nicht gelungen ist. Trotzdem, die Themen, die wir angesprochen haben und ansprechen werden, bleiben auf der Tagesordnung in Bremen. Das ist die Frage, dass wir dort in diesem Bundesland ganz besonders viele prekäre Beschäftigte haben. Das ist die Tatsache, dass wir dort insbesondere ganz dramatische soziale Brennpunkte haben. Das ist die Tatsache, dass wir erleben, dass wir vom rot-grünen Senat in Bremen auch Sparpolitik, insbesondere im Gesundheitswesen, erlebt haben, die nicht akzeptabel ist. Dort wird die Linke agieren, dort wird die Linke parlamentarisch agieren, aber es bleibt dabei, eben nicht nur parlamentarisch, sondern auch außerparlamentarisch. Wir werden wieder, wie wir das uns auf die Fahnen geschrieben haben, gemeinsam mit den sozialen Bewegungen, gemeinsam mit Gewerkschaften dafür sorgen, dass SPD und Grüne von links Feuer kriegen und deshalb sind wir im Parlament, dafür sind wir gewählt worden und das Feuer, das werden wir auch vernünftig legen, damit da nicht Ruhe einkehrt gegen die Bürgerinnen und Bürger in Bremen. Wir haben es natürlich auch mit anderen Ergebnissen zu tun bei dieser Wahl. Die CDU hat dramatisch verloren, ist nur noch drittstärkste Kraft in Bremen. FDP ist nicht mehr im Parlament vertreten mit ihren 3%. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass auf der Bundesebene momentan eine Partei, die keine Mehrheit mehr hätte, in den Bundestag zu gelangen, dramatisch agiert in der Weise, dass sie für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel den Mindestlohn verhindert, agiert in der Weise, dass sie vernünftige Gesundheitspolitik blockiert und damit eine Politik des Klientels betreibt, die immer mehr zur Belastung für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wird. Ich hoffe, dass Schwarz-Gelb dieses Signal erkennen und nicht nur auf Neuwahlen warten, sondern vor allen Dingen jetzt eine Position einnehmen, die nicht nur populistisch eine richtige Position jetzt vertreten, nämlich dass man den Ausstieg aus der Atompolitik betreibt, sondern dass man vor allen Dingen in die Richtung geht, dass man an der sozialen Flanke sich deutlich ändert. Wir erleben in Europa zurzeit, dass überall in sozialen Brennpunkten, ich denke an Spanien, denke an Portugal, inzwischen junge Leute auf die Straße gehen, um zu protestieren, dass ihnen die Lebensgrundlagen mehr oder weniger entzogen werden. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch in der Bundesrepublik Proteste bekommen, weil die Bürgerinnen und Bürger nicht bereit sind zu akzeptieren, wer eigentlich hier die Krise
bezahlen muss. Und das, was wir in Portugal oder Spanien erleben, bin ich überzeugt von, das wird auch in der Bundesrepublik Deutschland nicht ohne Folgen bleiben. Und wir erklären klar und deutlich, wir sind die Partei, die die Interessen derer aufgreifen, die in der jetzigen Situation auch von SPD und Grünen auf der bundespolitischen Ebene nicht aufgegriffen werden und die von Schwarz-Gelb blockiert werden. Wir versprechen, wir sind die Interessenvertretung derer, die momentan die Folgen tragen sollen für Politik, die andere eingebrockt haben. Und dabei bleiben wir und das wird uns auch wieder nach vorne bringen.